Hier habe ich mir ein Neuron gebaut, um damit rumzuspielen. Es sieht nicht sehr schön aus, ist ja nur ein Prototyp. Also, das Neuron hat zwei Eingänge, hier und hier, und zwei Gewichtungen. Eingang 0 und Gewichtung 0 werden multipliziert, ebenso hier. Dazu kommt dann das Bias, und wenn das Ganze größer als 0 ist, dann wird das Ergebnis 1. 0,99 ausgespuckt, sonst 0,01. Testen wir das mal mit einer Zufallszahl. Zwei Zufallszahlen. Eingang 0, Eingang 1 sind beide etwa 0,75. X hier, Y da, okay. Und ein Drittel davon und zwei Drittel davon sind deutlich mehr als 0,2, also wird es akzeptiert. Noch ein Wert. Nehmen wir den. Der hat einen niedrigen Wert. Davon ein Drittel ist noch niedriger. Von dem niedrigen Wert zwei Drittel auch noch wenig. Gibt deutlich weniger als 0,2. Also ein negatives Ergebnis wird nicht akzeptiert. Was das Neuron genau akzeptiert und was nicht, sieht man, wenn man 400 Werte auf einmal darstellen lässt. Okay, fast alle werden akzeptiert, nur dieses Eck nicht. Das heißt, der X-Wert, wenn halbwegs groß ist, oder wenn der Y-Wert halbwegs groß ist, dann wird es akzeptiert. Nur wenn beide recht klein sind, wobei ja beim Y-Wert strenger ist als beim X-Wert, dann kommt 0,01 raus. Wenn ich die Werte tausche, okay, dann ist hier die Trennlinie. Das ist immer eine Linie, die bei zwei Eingangswerten und einem Neuron die Bereiche trennt. Wenn es drei Eingangswerte wären, dann wäre es eine Ebene, die einen Würfel schneidet. Das kann man halt nicht so gut darstellen. Jetzt könnte ich mir als Ziel setzen, ich möchte zum Beispiel ein bestimmtes Muster haben, es soll mir nur die Rechten akzeptieren. Nur die Rechten heißt, der X-Wert muss groß sein und der Y-Wert ist egal. Also setzen wir den mal auf 0, weil ist egal. Der soll groß sein. Naja, fangen wir mal mit Gewichtung 1 an und testen das. Okay, das ist recht viel. Warum? Wenn ich den Eingang 0 ungewichtet durchlasse, dann kann das hier rauskommen als Produkt irgendwas zwischen 0 und 1. Naja, und das ist recht wahrscheinlich größer als 0,2. Das heißt, ich muss die Gewichtung ändern, etwa auf 0,4. 40% davon sind mit 50% Chance größer als 0,2. Und das Schöne am Neuron ist, ich muss nicht unbedingt manuell die Werte hier einstellen. Gewichtung einstellen. Wenn ich ihn üben lasse, kann er sich selber einstellen. Ich habe hier mal zur Übung eingestellt, er soll die oberen erkennen. Und mit jedem Durchgang, machen wir mal noch 100, mit jedem Durchgang lernt er ein bisschen mehr. Ne, machen wir doch 400. Mit jedem Durchgang nähert er sich dem Optimum. Er übt anhand der Übungswerte, bis er früher oder später die Einstellungen hier hat, die dem Wunsch entsprechen. Wie das mit dem Üben geht, kriegen wir später mal.